Wenn wir die Westgoten dann erstmal haben, dann wird's vielleicht besser. Wenn einer weg ist, ist erstmal Ruhe, denke ich mal. Ja, dann kann ich halt hier unten erstmal was wegziehen. Ich warte auf deinen Angriff, dass ich dich verwehr, zieh hinterher. Ich lock jetzt erstmal die ganzen Pikini. Hey, ihr sollt mir folgen, ihr. Na, geht doch. Ihr sollt mir folgen und in die Burg laufen. Ich glaube, danach könnten wir gucken, dass wir eine Burg zerstören. Gleich. Wenn die weg sind, sollte man die Burg angreifen unten. Ja, ich hab drüber Schäß da. Ja, ich weiß. Oh, auch gut. Die Burg macht das. Ja, also das ist jetzt nicht. Ist da gerade ein Stein rausgeflogen? Nee, das waren Pfeile, das war ein bisschen alt. Okay. Ich sag gerade echt, dass das hätten die Steine geworfen. Ja, dann dürfen die Steine werfen, aber nee. Das haben wir ja damals immer gedacht, weil wir das nicht übersetzen konnten in der Demo. Erinnerst du dich noch? Oh Gott, das war schlimm. Ja, weil wir hatten ja eigentlich gar keine Ahnung, was wir da tun in dem Spiel. Gerade mal das Spiel auf einfach, auf sehr leicht gerade mal geschafft irgendwie. Wir können jetzt angreifen, Backtracken. Ja, bin ich auf dem Weg. Ach, das ist ja ein Krankenhaus. Ich dachte, das gehört dem. Hier ist die Fest, Kaserne. Ich ja. Die Box, die Bouchets gleich angreifen. Ja, direkt auf die Burg. Die Burg angreifen. Und die meine Truppen lassen jetzt unterstützen. Die war relativ schnell weg. Ach komm, machen wir die Franken auch noch weg. Bin so schön in Geberlaune. Gibt's noch ein paar Schläge extra. Obwohl, lass mal. Ja. Ich weiß nicht, welchen Sinn so ein Handelshof hat. Ich würde das lassen. Ich würde nicht zu stark provozieren. Die kommen. Ja, ich weiß. Lass ja ruhig weiter hinten. Okay, ja. Ich komme von der Seite. Ja, ich renn mit rein. Die machen halt extrem Bonusschaden gegen uns jetzt. Okay, nächste Burg. Beziehungsweise ich stürme jetzt mal rein. Du darfst nach Hause, du bist schwer verletzt. Das ist eine Burg, die bauen eine Burg gerade. Nö, das verhindere ich. Burg denied. Pass auf, die Rammen wollen deine Tribocke wahrscheinlich zerstören. Dachte ich mir schon. Die Burg ist fast kaputt. Deine Leute sind gerade fast im Weg. Ja, Entschuldigung. Hey, was machst du mit der Burg hier? Die Burg wird hier nicht gebaut. Abfahrt. Ah, okay. Wenn die Burg weg ist, können wir fertig machen. Die Burg schießt schon. Naja, die Burg schießt auch schon. Ich sag, die Burg schießt schon auf mich. Die Burg ist halt echt unser Problem. Aber ich glaube, wir können gleich stürmen. Es wurde den Gott im Haus. Okay. Sturmangriff! Du auch ein Sturmangriff! Ja, Dorfzentrum noch. Nur Dorfbewohner zur Zeit. Wir erwischen jetzt. Hier ist noch ein Dorfzentrum hier links. Das scheint aber irgendwie unwichtig zu sein. Oh, jetzt warte die nächste Burg. Oh, blau kommt! Oh, yeah. Ich habe dich erst jetzt gesehen, tut mir leid. Ich geh nach hinten, greif hinten von Ball an. Ich greif auch an. Oh, die gehen auf deinen Dorfbewohner. Die solltest du retten. Die solltest du retten. Ich greif den Bock an, greif alles andere an. Hallo! Hä? Die passt nicht bei dir, nein! Ach so, ich dachte, du gehst in deine Burg. Meine Burgen sind ziemlich voll. Ja, ich weiß, hab's recht. Den Marktplatz sollte man vielleicht lassen. Nehm weg, alles auseinandernehmen, ich hier rein. Wieso? Der Marktplatz können wir doch für uns nutzen dann. Nö, also wenn du nutzen willst, nutzen, aber ich nehme alles auseinander. Ja, dann nehmen wir halt alles auseinander. Ah, die Westgoten sind gleich weg. Ja, der zerstört wahrscheinlich eh, wenn er aufgibt. Gut. Wir sollten vielleicht. Lass den Marktplatz doch einfach, weil. Da kriegt man 100 Gold für. Ach so, das bin meine. Hoppla, mein Fehler. Nein, die ganze Zeit drauf schlagen. Tribocke schießen auf die. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Oh. Okay. Machen kaputt und knapp. Ja, dachte ich mir gerade auch. Darauf kommt's jetzt auch nicht mehr an. Ich guck mal dann gleich hier ein bisschen rum. Und vielleicht kann ich da meine Burg hier entsatzen. Ah, die Preise für Verrat sind billiger geworden um 2000.
Oh, jetzt ist noch eine Steinlichte rein. Holen dir. Ach, den hier. Von mir aus kannst du ihn haben. Nee, ist also, weg. Was? Was? Ach, ist weg. Ach ja, es war. Ach, das hat mein Speer erkundet gehabt, glaube ich. Ja, oder meiner, ich weiß es nicht. Nee, ich bin mit meinem Speer hier durchgelaufen. Ach so. Ich finde es ja sehr geil, wenn die Dorfbewohner ein Feld zerstören. Achso, die übernehmen das, glaube ich, oder? Ja, die ernten es einfach ab. Ja, dann schaue ich doch mal, ob hier noch mehr zu finden ist. Die Alanen. Es könnte auch sein, dass hier drüben vielleicht gar nichts weiter ist und wir das vielleicht irgendwie sichern können. Das ganze Gebiet, das wäre natürlich nicht verkehrt. Das stimmt, das ist wirklich gut. Mein Speer hat ja echt viel erkundet, mehr als ich gedacht hätte. Okay, irgendwo ist noch einer. Ach, da kommen wir wieder mit ein paar Eingeborenen. Eingeborenen? Soll das sein? Wir kriegen schon wieder einen schönen Frontalangriff. Okay. Wir sind hier nicht bei H3, ja? Wo du mit Eingeborenen kämpfen kannst. Diesmal sind es wieder mehr Tribocke. Vielleicht wollen sie sich jetzt rächen, was wir veranstaltet haben mit dem Alien. Wieso? Die greifen doch die ganze Zeit schon an. Oh, ich denke mal richtig jetzt. Uiuiuiui. Jetzt will er wirklich gut werden. Nö, das ist der gleiche Angriff wie die ganze Zeit. Aber es ist schon echt übel, wenn Wasser kommt, finde ich. Kommt in die Dorfbewohner drinnen schon und greift noch an hier. Das ist ein hier. Wir werden es gleich auf Petardiero solltest du abschießen. Okay, die Petardiere gehen auf deine Leute los. Ja, super Idee. Die machen kaum Schaden auf Infanterie. Und Kavallerie auch nicht. Nö, das. Die müssten viel. Die machen. Oh, da ist ja noch ein Tribok. Die machen eigentlich richtig viel Schaden, machen sie aber nicht auf Einheiten. Das kann man summieren mit dem Tribok. Jetzt brennt die Burg schon wieder. Da ist Feuer auf dem Dach. Ja, wie Schnee brennt Stein. Ich finde es sehr pervers, wie viel Schaden die Tribocke eigentlich machen auf Gebäude. Das ist wirklich abartig viel. Das stimmt. Okay, hier ist ein Frankenmarktplatz und ein Friedhof. Und hier ist Stein. Ich glaube, hier unten kann man sich gut einnisten. Ich will auch mal wissen, ob es hier Verbindung gibt. Ich glaube, hier unten niste ich mich auch ein. Was fällt denn dir hier ein? Der sammelt hier Gold, das geht aber gar nicht. Und deine Dorfbewohner haben auch viel mehr Löcher, als sie haben dürften. Muss mal zumachen, damit sie nicht verbluten hier. Ja. Hier ist ein Übergang. Ja. Ich glaube, den mache ich dann auch zu. Ich vermute mal, dass die hier drüber... Ah, es sind zweite Übergänge, das wird hässlich. Ja klar, der eine Bogenschütze, der wird mich jetzt töten. Okay, 2. Naja, okay, 3. Ja, okay, 70, oh nein! Sind doch ein paar mehr, ja? Ich zieh mich mal zurück. Satan, die Apokalypse. Hey, geh nicht so nah an mein Auto. War sehr teuer. Und hat jetzt ein Relief drin. Gratis Relief. Ja, ein gratis Relief. Schade, ich kann kein Auto mit Dingen machen. Ich hab jetzt Hasspaue. Ja. Flügelhusshorn habe ich jetzt. Nee, das kann bloß der erste Speer. Ach verdammt, das hätte ich jetzt wissen. Oh, jetzt hast du. Oh, hier sind Hüppler, ne? Ja. Deshalb sammelt er ja auch Stein und Gold. Das habe ich gerade ein bisschen unterbrochen. Oh. Ist aber immer noch so teuer, der Verrat. Ich überlege gerade, ob ich hier trotzdem eine Burg hinbaue. Du allein gegen das Böse. Ich, Mustafa. Oh, zu zweit. Hey, Ori. Oh, zu dritt. Hey, Karl. Da. Oh, zu sieben, zu acht. Ey, Moment mal. Ich schau mal, was ich hier machen kann. Oh, die jagen mich ja immer noch. Der ist so sauer auf mich, dass er mir gefolgt ist. Mit seinen Berittenen. Die Burg hat mir was zu tun dann. Ja, die Burg haut die weg. Hemo.
Ich habe Angst, wenn ich da unten eine Burg baue, dass er dann. Dass er dann quasi. Was kommt denn jetzt schon wieder vom Blau? Ritter und ein paar. Das ist ein. Katafrakt. Schwertkämpfer. Elite-Kämpfer. Das sind Elite-Kämpfer. Keine Ahnung, also ich glaube schon, der fängt jetzt gerade. Der hat hier unten jetzt gerade Gold gesammelt und ich habe das halt. Hab der dann umgelegt. Blau, hellblau, nicht. Dunkelblau, meine ich. Guck mal! Ja, kann auch sein. Irgendwann sind die Rohstoffe auch erschöpft. Das kann sein. Ich guck mal, ob ich hier wirklich nicht hinkomme. Ich wollte genau dort auf den Durchgang und dann müssen die rumkommen. Ihr drei, helft ihm. Euch geht's wieder soweit gut. Tribuchet. Ich rück jetzt hier unten vor. Ein einzelner Tribuchet, was will das? Oh, der kriegt gerne da ran. Oh, der wird sich trotzdem aufbauen, den kann ich nicht schnell genug zerstören. Ja, er baut sich wieder ab, weil er zu nah dran war. Okay. War ich mal schnell durchmarschiert, ja. Ups. Meine Armee ist gerade entdeckt worden. Hilfe, schnell weg hier. So. Timo. Der kommt immer wieder mit. Der will hinten dir dieses Wild haben bei mir. Hier, guck mal. Ja, ich weiß schon. Das macht ich ja eh gerne. Zwei Rehe. Zwei gottverdammte Rehe. Die will ich unbedingt haben. Das ist so toll. Lass ihm doch die Freude. Na vor allem, weißt du, wie viel Dorf bevor wir hier drauf gehen? Ist doch gut. Das sind alles Kills. Aber es wird nicht billiger, da baut die immer direkt nach. Mhm. Also ich baue jetzt eine Burg hier. Was für ein Übergang ist dicht hier? Ich muss zwei Burgen bauen. Aber ich habe noch mehrere tausend Einheiten Gold. Gut. Ich habe noch 1020 Steine. Ich will ja dann noch den Steinfeld wiederholen. Oder oh, holst du dir den ab? Hier unten, das hole ich mir jetzt dann gleich. Das, den Stein. Weil ich glaube, der wird mich garantiert mit Tribocken angreifen. Kann auch sein, dass der Lila, dass der Hellgrüne sich dann hier unten drauf versteift. Mhm. Ah, dass hier wieder keine Reliquie gibt, wundert mich so gerade. Wetten, es gibt irgendwo eine. Oh, definitiv, aber da werden wir doch nie finden. Vielleicht hat der Gegner auch mehrere. Das ist halt so eine Möglichkeit, den Gegner nochmal richtig schön zu boosten, indem du den mit Reliquien vollstopfst quasi. Ich komm nochmal zu dir. Ich komm zu dir mit der Truppe, die ich jetzt ausgebildet hatte. Ja, ist okay. Hellblau willst du so wissen. Ihr geht mal mit euren 20 hierher. Aber hier kann ich euch mehr gebrauchen. Ich wette, du wirst schon wieder 1000 getötete Einheiten haben. Also, ich hatte den letzten in ein paar Minuten ja schon über 200 getötet. Das sind Tausende hier. Wie das aussieht, eine Riesenarmee. Ich hab mal, stört dir lang. Ja. Über doofe Wunder, die nach rechts gehen. Hallo! Hier steht einer rum. Ja, ich sehe gerade, er hat irgendwie nicht verstanden, dass er hier hinter soll. Die bleiben ja einfach stehen hier am Meer. Keine Ahnung. Die sind ein bisschen im Weg, das kann auch sein. Toten. Ich brauche euch gleich, damit die Burg voll ist schon mal. Oh, ich weiß nicht, kann da ein Tribok schießen? Wir werden es rausfinden. Irgendwo steht noch einer. Ach, den ich nicht gesehen habe, ja. Und dann baue ich hier ein Dorfzentrum und guck mal, ob ich hier noch was klauen kann. Wir könnten dann, wenn die Burgen stehen, auch die Burg da oben zerstören, weil dann kann unsere Burg hier rechts helfen. Mhm. Und wenn ihr fertig seid. Gibt's auch ein Eis? Nee, ein Dorfzentrum. Oh, ist ein Bären. Hier gibt's Bärenbüsche noch. Ja, okay, die sind jetzt aber. Essen habe ich 14.000. 12.000 habe ich geholt. Ich verkaufe mal ein bisschen was für ein bisschen Gold. Okay, ich sehe jetzt hier sehr gut. Ach, du erkundest hier, oder? Ja, ich erkunde gerade die Gegend hier. Ich will mal wissen, was hier alles so rumflackt. Ich sehe einen riesigen Wald. Timo. Ist ein Wald von lauter Bäumen, ich sag's nicht. Ne, ich sehe noch einen riesigen Wald. So, wollen wir Stunk machen?
Zecher, Berlichtschung. Berlichtschung. Oh, ich baue ein Kloster vor dem Friedhof hier. Weißt du, schick aussieht oder was? Passt irgendwie. Ein Friedhof hinterm Kloster. Ach, ist ja auch noch ein Marktplatz. Ach, guck mal, was ich hier gefunden habe. Die Holzfällabteilung. Hallo, Leute. Ah ja. Ich reite jetzt auch mal durch. Wollen wir... Noch nicht, richtig. Ich will das mal hier schnell. Ich guck mal hier rechts, ob hier noch was... Hier war auch Holz, waren auch Holzfäller. Von... Vielleicht haben sie durch meinen Angriff sich an eine andere Stelle verzogen. Aber hier waren auch nicht so viele. Die Burg von dem hat kaum Reichweite anscheinend. Hier ist Dorfzentrum. Aids. Hier oben. Ja, ich würde trotzdem, wenn die Burg weg ist, kommen wir so durch. Ich komme erstmal zurück. Das Blau kommt noch ein Teil Dunkelblau. Und die haben wirklich keine Ressourcen mehr. Ich glaube, denen sind die Ressourcen jetzt ausgegangen, weil die haben nicht umsonst hier drüben das Gold gesammelt. Ich denke mal, die werden auch miteinander handeln. Aber das war's dann auch schon. Okay, jetzt bereit? Moment. Okay. Ich greife mit dem Tribuchet die Burg an direkt. Mhm. Auch mit was die halt kommen? Die kommen halt gar nicht mehr, oder? Hellblau kommt gar nicht mehr. Die kommen noch. Oh, guck mal, das sind die Holzfäller links. Tu dir keinen Zwang an. Oh. Hey Leute, ich geh mal hier rüber. Bleibt mal hier, trotzdem hier. Passt mal auf, dass hier niemand an die Tribocke geht. Alter, die wäre lieber gemacht, der lang anderen. Ja, aber du solltest trotzdem aufpassen, deine. Jetzt haben sie es geschafft. Deine Hotter hieß war immer im Weg. Ja, ja, die haben sich ein bisschen dämlich positioniert. Dein Verletzten. Ich komme mal mit meinen Priestern vorher. Damit deine Verletzten geheilt werden können. Hui! Heißt Steine. Blau kommt bitte mit Jäger und ich denke, wir haben wirklich. Es geht nicht. Oh mein Gott, sie schicken ihre Jäger, um uns zu ermorden. Nehmt dies! Erstmal Schwert ins Gesicht geschlagen. Den Knauf. Oder nee, die Parierstange. Die sind ja meistens so richtig schön scharf. Mhm. Oh Gott, das ist richtig fies. Boah, ich stell das nicht ganz so doch bildlich vor. Boing, ne? Nee, nee, ich kann mir vorstellen, dass das so richtig üble Verletzungen verursacht. Ein Schwert ist eine unglaublich effektive und grausame Waffe tatsächlich. Das ist so unglaublich vielseitig und gefährlich. Wie die das Dorfzentrum zerstören. Ja, der hat gar nichts mehr. Ich schätze mal, der hat seine Rohstoffe verbraucht und das war's. Will eine neue Burg bauen. Na, mir egal. Wenn sie kurz bevor sie gebaut ist, mache ich sie kaputt. Ah, das ist mir schon zu weit. Macht sie kaputt. Vor allem die verwendeten Steine bis zu dem Prozentpunkt, wie sie gebaut sind, sind verloren. Wenn du ein Gebäude abbrichst. Oh nein, da schickt einen einzelnen Ritter. Ich glaube, der hat das so verpackt. Nee, ich glaube auch, dass er nichts mehr hat. Oh nein, da hat ein berittener Bogenschütze als Unterstützung geholt. Noch mehr. Ich glaube, ich habe noch mehr gefunden. Ja, ist gut. Da baut ja links schon wieder eine Burg. Die werde ich ihm wegnehmen. Ja, Junge, jetzt hast du ein Problem. Selber schuld, warum tust du dich auch einklemmen hier? Der hat viele Probleme, glaube ich. Hier bei mir. Hä? Dann ist von der Felder hier. Ja, nicht mehr lange. Ich gehe mit den Priestern weiter vor. Wo sind deine... Ach hier, ach du marodierst hier, das ist schön. Ja, ja, ich habe jetzt Bogenschießanlage platt gemacht. Nein, hier ist noch mehr hier drüben. Das sieht ja geil aus, wie diese Zelte zerstört sind.
Das ist schon schade, dass man keine bauen kann, oder? Das fand ich früher immer doof, dass du viele Sachen gar nicht bauen kannst. Ja, ich kann nur über Editor machen. Ja, ja. Naja, über, ja, über einen Editor kannst du sie hinstellen, aber das war's dann auch schon. Hier ist alles voller Felder. Hä? Oh, ja, haben wir ja noch was. Hallo! Ja, es ist das dritte Dorfzentrum jetzt. Ich heile mich mal kurz bei meinen Priestern. Nehmt ihnen die Beichte ab, sie haben schwer gesündigt. Wir bereuen nichts. Wir würden es wieder tun. Oh, eine... Oder ich werde es nie wieder tun. Oh, eine Frau. Ich werde sie sofort schänden. Ja, das war ja damals so. Ja, 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 natürlich. Lies dir mal Legenden des Krieges durch. Ist auch ein historischer Roman. Oh, ich hab's hingekriegt, Alan zu platt. Alan in Wake? Gut. Tut euch noch ein bisschen an den Feldern gütlich. Es ist alles voller Felder, das ist unbefriedigend. Ach, das sind Frankenfelder. Frankenfelder, ja, Würze. Gut, was zu bauen noch, Wichtelein, sehe ich gerade. Ist auf 20, also der Spione sind auf 20.000 runter. Hier stehen Husari unten. Was? Ey, ernsthaft? Ich hab's gerade gesehen, sag, hä, was ist das? Ich verkaufe jetzt mal ganz viel Holz und ganz viel andere Sachen. Ich habe Holz, Holz 26.000, Essen 17.000. Gold 10.000 und Steine 1.300, wo habe ich die jetzt her? Ist doch egal. Ein Dorfzentrum wollte der bauen, alles klar. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Okay, ich verkaufe mal. Ich hab's fast. Mir fehlt nicht mehr viel. Ich habe jetzt alles Mögliche verkauft, was ich habe. Bin jetzt fast bei 20.000. Ich habe 10.000 jetzt. Warte, ich verkaufe immer. Und für 20.600 kann ich. Kann ich die Spione entwickeln? Da muss es ja noch. Ach so, deine zählen ja auch noch mit. Ganz vergessen. Aber wie gesagt, oh Gott, das dauert jetzt. Jetzt kommen auch keine Angriffe mehr. Ich glaube, die haben nicht mehr. Blau schickt immer noch vereinzelte Dorfbewohner zu mir. Okay, er bildet anscheinend Leute aus, weil es wird teurer. Ich bin jetzt bei 13.000. Ich habe gleich die 20.800 zusammen. Wieso habe ich jetzt gestreikt dazu? Spione und Verrat. Ach, der hat ja gar nichts. Der hat zwei Burgen, die nebeneinander stehen, und ein paar Türme. Ehrlich? Ja. 15.000 habe ich jetzt. Ich bringe mal seine Dorfbewohner um, damit es billiger. Ich sehe sie ja gut. Ja, Wachtürme hat er hier ein bisschen. Ach, dort da oben hat er. Hier sind auch noch ein paar, die kannst du haben. Aber pass auf, da ist eine Burg in der Nähe. Wird schon billiger? Ich habe noch nicht geguckt. Müsste aber eigentlich, ich habe jetzt so viele Leute getötet hier. Ja. 17.200. Wow, da habe ich auch nicht runtergeprügelt. Warte, ich muss jetzt nochmal ein bisschen was machen. Wo ist denn jetzt mein Handelsposten hier? Ich habe mein ganzes Holz, ich habe sogar ein paar Steine verkauft, einfach nur, dass ich alles sehe. Wie gesagt, hier sind noch ein paar, die kannst du doch töten. Ja, ja, ich auch billiger. Bin mit dem Truppen unterwegs hier. Oh Mist, die Burg schießt wird. Ja, wohl, sind prima die Wachtürme, die schießen. Die Burg ist hier hinter mir. Beziehungsweise die Burg ist genau hier. Das heißt, du kannst da gleich. Ich habe meine Priester auch hier oben. Ich mach hier die Burg erstmal platt. Bring mal den da rum. Der Klecken muss Geld sparen. Ich mach erstmal die Bruchplatz hier vom Bruch. Ja, ja. Hier sind wir ohne Bruch und zwei Türme. Ah, noch mehr Dorfbewohner zum Töten. Ich guck mal, dass ich die jetzt nach und nach alle loswerde.
Der hat wirklich keine Truppen mehr. Soll ich dir noch mal ein bisschen Geld schicken? Ja, ich hab wirklich, ich hab noch genug. Du musst auch eine Lebensmittel verkaufen. Oh. Irgendwie, wenn du es nicht mehr brauchst, wenn du Verrat dann hast, dann hast du das Gefühl, das Geld kommt rein, ohne dass du es willst. Ja. 16.600, ich hatte schon gehabt. Also, ist ja nicht so schlimm. Siehst du jetzt schon alles? Ja, ja. Weil ich habe gerade nochmal doofe wurde gemordet. Wenn die Bogen da weg sind, können wir direkt durchrennen. Der baut vor ja, allem die Türme wieder auf. Das ist ihm ganz wichtig. Ach, scheiß auf die Türme. Die mache ich mit meinen Paladin gut weg. Und deine Leute sind verletzt. Schick dich mal zu meinen Priestern hier. Ja, ich weiß. Ich mache aber erstmal etwas anderes. Ja, könntest du bitte die Bogen da oben wegmachen? Gleich. Jetzt? Soll ich dich schon auf den Sack gehen? Jetzt? Jetzt? Bald. Und so kam es, dass dieses Bündnis zerbrach. Und 1000 Jahre anhaltender Krieg stattfand. Du, das kannst du machen, dass du so ein Bündnissieg machst, aber wenn dein Bündnispartner und du als letzter noch steht, dass die dann gegeneinander aufeinander zu eintreten dann hinterher. Musst halt nur. Ja klar, du kannst jederzeit. Das würde ich freuen. Ach, machst du schon? Der baut die baut eine Burg auf. Ja, ich will es noch nicht mal. Hey, da kommt wirklich gebaut. Ich will jetzt hier den Joker drücken. Bauaufsichtsbehörde. Bauaufsichtsbehörde, genau. Falsche Position für so was. Keine Toilette. Ist nicht genehmigt. Unzureichend stabiles Fundament. Also ist das eine Burg daneben, glaube ich. Ja, ich weiß. Ach, da sind die Dorfbewohner natürlich drin. Das wird ja immer schöner hier. Ah, ich habe mein Hühnerhaus erstmal abgeschlossen. Jetzt fehlt bloß noch das Gitter und die Türen. Ach so? Ja, das Haus ist jetzt fertig. Okay, ich muss noch an einer Stelle Silikon anbringen beim Fenster. Oh, das ist jetzt auch nicht mehr so wild. Aber ich habe jetzt die Dachpappe und alles so ist rundherum. Ich meine, das Ding hat einen Stromanschluss. Okay. Damit ich eine Rotlichtlampe reinhängen kann im Winter. Ich wollte gerade sagen, damit ich bestimmt eine Rotlichtlampe oder sowas machen. Ja, ja. Ich habe mir was gekauft, wie heißt das? Das ist grund eine Steckdose, die außen die nach außen mit einem Kabel verbunden ist. Okay. Das heißt, ich brauche bloß ein Kabel vom, ich habe außerhalb der Werkstatt eine Steckdose und dann lege ich ein längeres Kabel einfach hin und kann das dann im Winter quasi so mit Strom versorgen, ohne dass ich die richtige Leitung legen muss. Und unser Gartenhaus ist fertig. Haben sie es hingekriegt endlich? Die haben es am Freitag hingekriegt, wir haben es gestern eingeweiht, indem wir gegrillt haben. Und es reingesetzt haben. Mir stößt nur ein bisschen sauer auf, dass sie uns plötzlich nochmal eine Rechnung geschickt haben. Weil eigentlich habe ich schon alles bezahlt, ich habe nochmal nachgeschaut. Da muss ich mal nachfragen, was das soll. Ja, ich hoffe, sie haben einfach noch einen Fehler gemacht, weil sie haben mir nie gesagt, dass da irgendwie nochmal extra Kosten ankommen. Und ich habe schon für die Montage bezahlt. Du beschädigst einmal da jetzt. Angriff! Oh, wir können leider nicht bekehren. Ja, die wollen jetzt gerade ins nächste Dorf zu. Würdet ihr bitte da angreifen? Ich stand jetzt doch schon daneben, geht doch einfach hin, Mensch. Meine Rosare kommt jetzt. Oh, Rosare. Wie heißen die? Rosaren hab ich jetzt. Oh. Das ist so viel unerhört oder was? Spielplatz machen. Ich frage mich, ob die gegenheilen können. Deine die heilen tatsächlich gegen. Der geht nicht drauf. Das Dorfzentrum, da baut im Norden war da oben ein Dorfzentrum quasi. Ach, ist mir egal. Der Paladin geht nicht drauf, weil die heilen schneller als er verletzt wird. Ich habe 4 Leute, die nebenbei heilen. Oh, Pfeil im Auge. Ja, rausgezogen, verarztet. Oh, Pfeil im Knie. Rausgezogen.
Ich hab maximal den Turm. Der hat das jetzt alleine den Turm zerstört, weil... Achso, du hilfst trotzdem aber. Voll drauf jetzt mal. Ja, ich drück jetzt nochmal mit dem Moschett nach und mach alles platt hier. Okay, das Dorfzentrum hier habe ich gleich. Ah, ich glaube, wir werden es fertig haben, bevor mein Paladin da ist. Im Norden bauen wir noch eins. Ja, das wollte ich gerade verhindern, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Doch, hab's geschafft. Hast du noch immer? Ja, ich hab's tatsächlich noch geschafft. Der war schnell genug da. Jetzt cool. Hat er noch ein Dorf gewonnen. Ich glaube, wenn der tot ist... Ne, er reißt, glaube ich, alles ab gerade. Da reißt du alles ab. Die Armee ist zerschlagen. Nun steht unserem Einfall in Italien nichts im Wege. Ach Gott, nicht diese Mission. Außer dieser alte Mann da. Und der bewegt sich nicht, also reiten wir um ihn herum. Warte mal, gibt's eine es gibt doch keine Reliquie, glaube ich. Hä? Es gibt doch keine Reliquie. Guck selber nochmal. Nö, du siehst ja, die ist ja weiß auf der Karte. Ja, ist gar nichts. Oh, guck das Waldgebiet an, weißt du, wie wir uns hier fett fressen konnten an Wald? Das ist mehr als ein dunkler Wald vorhanden, oder? Der dunkler Wald ist noch viel mehr. Diese Karte ist ja viel größer bei dunkler Wald. Es kommt auch an, welche Kartengröße du einstellst. Ich mache immer riesig. Ah, guck mal, hier war noch Gold. Unten. Bei den Franken. Etwas links von deiner Base. Da war noch Gold. Oh ja. Und hier oben bei mir, oh, ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, zwischen meinen zwei Burgen, wo ich zugemauert habe. Ernsthaft? Ach hier, ja, oh, ja, okay, das wäre aber ein bisschen gefährlich, das abzubauen. Da hättest du wahrscheinlich eine Menge Dorfbewohner verloren, aber andererseits Gold. Oh Gott. Ja, okay. Ey, hören wir uns das Outro an. Ja. Es war eine verheerende Schlacht. Eine der größten und gewaltigsten, die die Welt je gesehen hat. Der seichte Fluss schwoll durch das Blut zu einem gefährlichen Strom an. Ich bemitleide all jene, die an ihm ihren Durst stillen mussten. Cadavera vero in numera, sagten die Römer später. Wahrlich zahllose Leichen. Wahrscheinlich haben 300.000 Männer auf den katalanischen Feldern ihr Leben gelassen. Es heißt, die Geister der Gefallenen kämpften noch mehrere Tage weiter. Der diabolische Hunnenkönig schritt zum Greifen nah an mir vorbei, als er das Schlachtfeld überquerte und prüfte, welche seiner Stammesführer und Verbündeten noch lebten. Als er mich unter meinem Schild kauern fand, schloss ich meinen Frieden mit Gott. Doch Attila wollte mich nicht töten. Er erkannte in mir einen Mann Gottes und befahl mir, seinem fremdländischen Rat beizutreten. Warum wisst ihr so viel über die Hunnen? Warf ich ein. Der Priester nickte. Trotz des Gemetzels war der Ausgang dieser legendären Schlacht unklar. Attila hatte einen Großteil seiner Kavallerie verloren. Doch das römische Heer würde sich nie erholen. Eine Zeit lang wusste niemand, ob der Hunnenkönig es weiter auf die Hand der Honoria abgesehen hatte. Doch was ist mit der Prophezeiung? Fragte ich. Starb Aetius auf dem Schlachtfeld? Nein. Es war Theoderich der Gote und nicht Aetius, der mit seinem Tod die Prophezeiung erfüllte. Aetius wusste, dass eine völlige Vernichtung der Hunnen die Westgoten von ihrem Zweckbündnis mit den Römern befreien und zur nächsten barbarischen Bedrohung machen würde. Und so zog sich Aetius aus dem militärischen Leben zurück und hoffte, der Ausgang der Schlacht auf den katalanischen Feldern würde Hunnen und Goten in einer Pattsituation zurücklassen und er habe sein Reich gerettet. Er irrte. Mal schauen. Militär überrage ich alle zusammen. Das ist normal. Du bist in Wirtschaft super gut und Technologien. Alter, 1500 Einheiten. Ich bin gesellschaftlich der Beste. Aber überlege mal, ich habe 103 Gebäude plattgewalzt, na gut. Ja, ja, du hast auch über 500 getötet. Na, das merkt man gar nicht, wie extrem viele das sind eigentlich, die gegen einen kämpfen. Aber Nahrung bin ich besser. Du bist in Holz besser, Steine und Gold. Und Handelsgewinn hast du auch viel mehr. Ja, okay, ja. Ich hatte aber auch den Vorteil, ich glaube, ich hatte mehr Rohstoffe anfangs als du. Nee, ja, das kann sein. Technologie. Naja, und ich bin ja auch von Anfang an die Schiene gefahren. Wir werden jetzt gleich richtig angegriffen. Aha. Ich baue
bauen Militär richtig übel aus und ja. Okay, ja, die Zeitlinie sieht, wir beide dominieren und ich dominiere am meisten. Ja, beide ist größte Verfolgung gleichzeitig noch. Ja, die Westgoten sind noch richtig schöne. Zusammengebrochen? Alter, das ist aber größer, siehst aber, die Westgoten hatten keine große Wirtschaft. Die hatten nur das, was die hatten. Die hatten sehr viele Anfangsrohstoffe anscheinend. Die Infanterie-Militär hat die bloß gehabt. Ja, und die hatten sehr viele Anfangsrohstoffe, glaube ich. Genauso das Weströmische Reich. Guck mal, die Truppen von dem Weströmischen Reich. Der hatte ununterbrochen ungefähr gleich viele und damit einmal ist es abgeflaut. Ich vermute mal, dann waren die Rohstoffe leer. Das denke ich mal auch. Und dann noch so, das ist ja das ja dieses Ausrummern, was wir machen, die Taktik. Ja. Ja, die Alan genau das gleiche. Ungefähr immer gleich viel Truppen und dann einfach wupp. Nix mehr. Aber guck mal, die Franken am Anfang. Und weg waren sie. Ja, wieso? Die hatten Truppen anfangs. Interessant. Ja, diesen Anfang sind die Truppen mit angestürmt beim ersten Frontalangriff. Aber gegen die uns? Hast du nicht erkannt. Ah, okay. Boah, ich hab so viel Militärpunkte. Wieso hast du eigentlich so viele Wirtschaftspunkte? Du hast doch bloß mehr Nahrung. Grad, obwohl du eigentlich mehr haben müsstest. Ja, du hast doch bloß Nahrung, ein bisschen mehr tatsächlich. Und ansonsten... Ja, aber wenn ich die anderen Sachen so anschaue, bis auf... Obwohl Nahrung und Gold hat sich eigentlich ausgeglichen so von dem, dass ich mehr habe. Keine Ahnung. Egal. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Age of Empires für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und das nächste Mal haben wir schon die letzte Kampagne, Niedergang Roms. Bin ich sehr gespannt drauf, wird sehr schlimm wahrscheinlich. Das wird die Hölle auf Erden, da kann ich ja nicht mehr sagen. Ich hoffe, wenn es nur ein Gegner ist, ist es nicht so schlimm. Das Problem ist halt, dass du viele Gegner immer gegen dich hast. Richtig. Und die können halt alle, die haben halt alle viel mehr Bevölkerungslimit als du alleine. Ah, Gott, das wird ein Spaß. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye Leute.